Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Subway Sim Hamburg. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Ja, es gab wieder ein neues Update für dieses Spiel, welches nochmal verschiedene Dinge verbessert hat. Vor allem der KI-Verkehr soll jetzt zum Teil besser funktionieren. Und ich hatte euch ja im vergangenen Video schon angekündigt, dass ich hier vorhab, noch ein weiteres Video zu machen und euch zeigen möchte, wie ihr euch das ganze Spiel so ein bisschen anspruchsvoller gestalten könnt. Ja, und heute machen wir eine Fahrt wieder im Expertenmodus und zwar, ihr wisst, wir waren am Vormittag unterwegs, wir waren am Abend unterwegs und wir machen heute eine Fahrt am Nachmittag und zwar direkt in der Hamburger Rush Hour um 16 Uhr. Wir werden wieder ein Teilstück der U3 abfahren, starten in St. Pauli und zwar werden wir auf dem Wendegleis starten und hier werden wir darauf hingewiesen, dass das 5 bis 10 Minuten dauern kann und wir stellen ganz viele KI-Züge ein, denn um diese Zeit mitten in der Woche, da ist ja sehr viel Verkehr auf der Linie, die U3 fährt dann zum Teil alle 2 bis 3 Minuten pro Richtung, also ja, das kann natürlich sein, dass wir hier Stop and Go haben, also einem vorausfahrenden Zug direkt hinterherfahren und mit roten Signalen rechnen müssen. Wir werden es sehen. Drücken auf jeden Fall auf Start. Ja, denn ich finde sowas halt interessant, wenn man sich sowas einstellen kann. Auf dem Nebengleis starten, Zug in Ruhe aufrüsten und warten, bis wir auf die Strecke gelassen werden. Und ich habe das in St. Pauli jetzt schon mal ausprobiert. Das funktioniert dort wunderbar, auch bei viel KI-Verkehr. So, hier kriegen wir nochmal den Hinweis im Expertenmodus, dass wir unser Ziel eben selber aussuchen können und dann können wir eben auch, dass wir den Zug noch aufrüsten müssen und mit der Zugnummer, das werden wir jetzt alles gleich tun. Wir sind hier im sehr dunklen U-Bahn-Tunnel, kurz vor dem Bahnhof St. Pauli, hier wie gesagt direkt auf dem Wendegleis, hier steht unser Zug bereit, da drücken wir zweimal die Taste E, damit wir unser Fahrzeug betreten können. Und dann machen wir das Ganze zu. Ich habe leider manchmal so ein bisschen, wenn ich hier in das Fahrzeug reinkomme, so ein bisschen leckig ist das manchmal. Ich weiß es nicht, warum. So, wir nehmen Platz und schalten uns ja als erstes mal das Licht hier im Führerstand an. Dann stecken wir unseren Schlüssel ein und warten, bis der Bordcomputer hochgefahren ist. Dann anschließend übernehmen wir die Zugkonfiguration. So, dann Zugnummer. Haben wir ja letztens auch gemacht, wo wir im Expertenmodus waren. Wir wollen von St. Pauli in Richtung Wandsbek, in Richtung Wandsbek-Gartenstadt fahren. Und das Ganze werden wir in Richtung Wandsbek-Gartenstadt. Das heißt, wir werden das Ganze brauchen wir die 75 und die 86 sowie unsere Abfahrtszeit. So, 75 ist Startpunkt, Moment, das war falsch. 75 ist Startpunkt, Abfahrtszeit würde ich sagen 16.05 Uhr versuchen wir mal anzupeilen. Und unser Ziel ist die 86 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal die Fahrer-ID und das Ganze bestätigen wir. Und da ist der Weg drin. Ja, ihr seht, wir können aber noch nicht raus. Es sind ja noch ein paar Minuten Zeit. Da können wir mal unser Fahrzeug anschauen, ob wir das Licht zum Beispiel machen war auf Dauer. Gerade jetzt im Feierabend, im Dauer. Und genau, Fahrgastlicht machen wir auf jeden Fall auf Dauer. So, dann Scheibenwischer brauchen wir nicht. Die Heizungen brauchen wir auch nicht. Dann das müssen wir auf jeden Fall einschalten, die Videoüberwachung. Und hier die Temperatur und so weiter, Klimaanlage, können wir hier alles einschalten. Entfeuchtung brauchen wir nicht. Hier machen wir das Ganze auf Automatik. So. So, da müssen wir uns um nicht so viel kümmern. So, Tempomat brauchen wir auch nicht. Und ja, da sind wir soweit bereit. Wir gucken nochmal, ob das Haltestellensystem ist. Und das passt, soweit ich das beurteilen kann. Passt das Ganze. Und das passt hier auch, genau. Ja, das ist alles soweit in Ordnung und richtig eingestellt. So, das heißt, wir sind von unserer Seite her abfahrbereit und bereit, den Zug hier zum Bahnhof zu bringen. Licht brennt auch im Fahrgastraum, sehr schön. So, das heißt, wir können nach draußen gehen und uns vielleicht ja nochmal so ein bisschen im U-Bahn-Tunnel von St. Pauli hier umschauen. Wie gesagt, wir fahren so jetzt, also wenn wir das heute abgeschlossen haben, die Fahrt, dann sind wir zweimal die komplette U3 rumgefahren, einmal im Uhrzeigersinn, einmal gegen Uhrzeigersinn. Hier kommt ein Gegenzug, schaut mal, der fährt genau in die andere Richtung und wir müssen aber gucken, wir wollen ja auf dieses Gleis hier und wir haben immer noch Halt, vielleicht muss noch ein Zug durch. Wie gesagt, bei so viel
KI-Verkehr, was jetzt hier eingestellt ist, kann das wirklich manchmal so ein bisschen dauern. Finde ich auch gut, dass einem das Spiel gleich darauf hinweist. So, kommt hier noch einer. Ja, hier kommt nämlich ein Zug, und den werden wir wahrscheinlich hinterherfahren. Das heißt, wir müssen sehr auf die Signale aufpassen. Er schießt nämlich gleich an uns einen Zug vorbei, genau. Und der hat natürlich vor uns Vorrang. Okay, also den müssen wir auf jeden Fall abwarten. Erst wenn der da vorne am Bahnsteig weg ist, können wir vielleicht raus. Das werden wir ja dann sehen. So, aber ich gehe mal davon aus, dass wir dann rausfahren können. Gut, also, dann sind wir soweit fertig. Vielleicht schaffen wir das nicht mehr ganz um 16.05 Uhr in St. Pauli zu sein. Wie gesagt, das sind immer so Schätzzeiten. Man hätte vielleicht 16.06 Uhr oder sowas angeben müssen. Das hätte besser geklappt. Aber mal gucken. Wie gesagt, das wird ja alles hier so relativ gering bewertet mit Verspätung. Entscheidend ist ja, ob man dann am Ziel, glaube ich, pünktlich ankommt. Wir werden es ja dann am Ende sehen. Das letzte Mal sind wir ja nicht zum Ziel gekommen. Da hätten wir ja auf irgendein Ausweichgleis fahren müssen. Ich vermute, dass wir da hätten nicht weiter vorwärts geradeaus fahren dürfen, sondern dass wir da hätten vielleicht wieder zurückfahren müssen. War da so meine Vermutung. Aber ich weiß es nicht. So. Gut. Also, wir sind von unserer Seite soweit abfahrbereit. Können ja nochmal... ja, Anfang und Ende des Zuges schauen. Ich finde das, wie gesagt, grundsätzlich eine tolle Sache, dass man sich ja eben hier von diesen Nebengleisen auch starten kann. Das ist aber sehr, sehr dunkel hier in dem Zug. Hier drinnen sehen wir, dass das Licht brennt, aber von außen, also hier stimmt das noch nicht so ganz mit den Lichteffekten, ist zumindest mein Eindruck. So, mal gucken, wie lange braucht der da vorne? Und können wir nach dem Zug raus oder müssen wir noch einen Zug abwarten? Das ist jetzt die gute Frage. Auf jeden Fall fahren wir dem Zug, der jetzt hier an uns rechts vorbeigeschossen ist, dem fahren wir hinterher auf jeden Fall. Das steht so gut wie fest. Und ja, jetzt, wir können raus, Ja, wir fahren also direkt diesem Zug hinterher. Und schaut mal, dadurch ist das nächste Signal nämlich wieder Halt. Und so geht das jetzt wahrscheinlich über einen Großteil oder über die gesamte Fahrt. Das heißt, wir müssen sehr, sehr wachsam sein und wirklich auf die Signale aufpassen, weil wir, wie gesagt, direkt einen Zug vor uns haben, der eben auch überall hält. So, Einfahrt also in St. Pauli. Ja, einem dem wohl bekanntesten Stadtteil von Hamburg. So, dann Türen links öffnen. Hier sagt er, wir sollen nur 4 Sekunden warten. Ja, das finde ich ein bisschen kurz. Bis wir die Türen oder das Schließen der Türen einleiten, sagen wir mal so. Wenn da jetzt noch jemand ein- oder aussteigt, dann dauert das natürlich ein bisschen. Und ihr seht, habt es auch wahrscheinlich gesehen, angeblich sei jetzt auch um die Zeit, das habe ich gelesen, soll dann wohl so ein bisschen mehr an Leuten hier unterwegs sein in Hamburg. Müssen wir mal gucken, ich habe jetzt gerade nicht so drauf geachtet. Hier in 300 Meter das nächste Signal, was halt zeigt, weil der andere Zug vor uns ist. Nächster Halt, Landungsbrücken. Übergang zur S1, S3 und zu den Hafenfähren. Next Stop, Landungsbrücken. Please exit here for harbor boat trips. Ausstieg rechts. So, jetzt können wir schneller fahren. Ihr habt ja gesehen, das Signal war rot, weil der andere Zug noch vor uns an der Station von Wandsbek, von Landungsbrücken gestanden hat. Und ja, hier haben wir dann schon das nächste. Hier vorne ist dann gleich auch nur 40 erlaubt. Und hier sehen wir natürlich wieder hier das absolute Highlight dieser Strecke, Landungsbrücken, wo wir jetzt hinfahren, hinkommen. Aber erstmal müssen wir den Zug jetzt zum Stehen bringen. Seht, hier sind auch die Bahnsteige. Wie gesagt, das habt ihr mir ja auch mal erklärt. Vielen, vielen Dank für alle, die hier ortskundig sind und mir das auch alles so ein bisschen hier erklärt haben. So, wir erreichen Landungsbrücken und auch hier sollen wir nur 5 Sekunden warten. So kurz an diesem wunderschönen Bahnhof. Ja, dann würde ich aber trotzdem sagen, hier können wir nochmal einen Blick auf die Hamburger Sightseeing werfen. Also hier der Hafen befindet sich hier. Also hier sind wirklich die meisten Sehenswürdigkeiten zu sehen. So. Aber wir müssen los. Wir müssen unbedingt los. Ich habe nicht mal die Türen geschlossen. Also, na, so dadurch ist der vordere Zug hat jetzt wieder ein bisschen Vorsprung gewonnen. So, fahren Sie jetzt ab. So, weiter geht's. Also, wir werden ein Teilstück jetzt abfahren, wo wir letztens schon gewesen sind. Das werden wir tun. Und zwar bis Berliner Tor sind wir ja letztens auch schon gekommen. Ausstieg. So, Baumwall, okay, können wir erst noch 50, bevor wir dann wieder... Also ihr seht, so schnell müssen wir gar nicht. Ja, der andere Zug ist ja vor uns da noch an dem Bahnhof. Also hier kannst du dann logischerweise, wenn du dich so auf diese... Na, jetzt kann man sich hier
auch so ein bisschen. Oh, hier sind wir doch zu schnell. Wegen der engen Kurve ist das hier wahrscheinlich. Am Hamburger Hafen. Also hier hat man, glaube ich, die etwas bessere Sicht, wenn man von der Richtung aus kommt. So, Baumwall ist dann gleich hier die Station. Wo wir dann halten sollen, wo wieder das Signal Halt anzeigt. Und hier schaut mal, also das haut wirklich hin. Also, aber ihr braucht natürlich, wenn ihr so viele KI-Züge einstellt, braucht ihr natürlich auch einen starken PC. Ich merke das bei mir auch gerade, dass es hier dann schon ein bisschen mehr Performance zieht. So, jetzt halten wir noch so kurz. Also, beste Fahrleistung wird es heute nicht werden. Ah, das ist Winter, wisst du's? Nein! So. Und schaut mal hier an den Bahnhöfen, sind wirklich gefühlt doch ein paar Leute mehr hier unterwegs, oder? Oh, jetzt, wieso sind denn die Türen nicht aufgegangen? Ich hab die doch aufgemacht. So. Hm. Kurios. Ja, das ist, wenn man sich auf andere Sachen konzentriert, ist das manchmal so das Problem. Ich wollte jetzt beide Züge hier gleichzeitig fotografieren. An dem Bahnhof hier sehen wir nochmal einen anderen Blick auf die Stadt. So. Türen schließen. Dann können wir den Zug ja mal hier vorbeifahren lassen. Und einfach mal vorbei sausen lassen. Das geht nämlich auch. Das haben wir bloß ein bisschen zu wenig genutzt hier in dem Spiel. Übrigens soll es jetzt, habe ich jetzt gelesen, bald einen neuen U-Bahn-Typen in Hamburg geben, die U6, also den DT6 soll es dann geben. Und es gibt auch eine U5, die mittlerweile im Bau ist, da habe ich heute erst wieder was drüber gelesen. So, und ihr seht, also der andere Zug vor uns ist auch nicht viel schneller. So, dass wir jetzt hier wirklich warten müssen. Weil der andere Zug noch voraus im Bahnhof steht. So, ja. Der andere steht im Bahnhof, das heißt, jetzt haben wir doch ein bisschen Zeit, uns jetzt hier doch nochmal außen umzuschauen, schöne Bilder zu machen. Also zu sehen ist, wie gesagt, wirklich, dass hier mehr los ist an den Bahnhöfen. Das ist ja erfreulich zur Hauptverkehrszeit. So, wie sieht es bei uns aus? Schaltest du um? Steht der noch da vorne im Bahnhof? Ja, der steht noch im Bahnhof vor uns, der Zug. Und deswegen, weil der nicht abfährt, können wir nicht rein. Da halten wir natürlich auch nachfolgende Züge auf. Ja, dann staut sich das Ganze hier alles ein bisschen. So, hier drüben hat schon der nächste Zug Einfahrt. Ist schon nicht schlecht, ne? Aber fährt er davon jetzt ab oder nicht? Oder staut sich das alles jetzt auf? Wie gesagt, ich habe das noch nicht groß gegen getestet. Also, ich habe nur geguckt, ob ich vom Nebengleis runterkomme. Aber der fährt nicht ab davon und deswegen kommen wir nicht in den Bahnhof rein. Ah, bitte fahr ab jetzt davon. Das ist natürlich, das wäre natürlich dann ziemlich. Oder hast du eine Aufenthaltszeit? Manchmal sind ja Aufenthaltszeiten von 2 Minuten, je nach Bahnhof. Oder staut sich das etwa schon? Dann funktioniert das leider noch nicht so ganz. Er scheint nicht abzufahren davon, warum auch immer. Das heißt, hinter uns müsste sich dann gleich der nächste Zug irgendwann stauen, in der anderen Station davon. So. Da kommt noch ein Zug jetzt entgegen. Der wird gleich an uns vorbeikommen. Och nö, das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen. Und ja mal, wie weit kommen wir eigentlich hier von unseren Zügen weg? Ja, das ist der vor uns, der uns auch überholt hat. Der hier steht. Aber wieso fährst du nicht ab? Wir können mal gucken, weil hier die Leute in den, an den Türen, der hat doch die Türen zugemacht schon. Und der kommt aber auch nicht weiter, okay? Und hier kommt uns dann der andere aber entgegen. Ja, das... Irgendwas scheint hier gerade nicht so zu funktionieren. Stau der Hamburger U-Bahnen. Stau der Hamburger U-Bahnen. Schade. Schade, schade. Ich wäre gern bei viel KI-Verkehr jetzt weitergekommen. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen schade. Aber wenn der nicht losfährt,
weil hier vorne irgendwo was ist, dann ist natürlich dann... Schaut mal, wie weit wir uns hier auch wegbewegen können. So, hier ist ein Vorsignal. Steht hier unten der Nächste. Jetzt gucken wir mal nach. Ja, weil hier unten im Tunnel steht der Nächste im Stau, der auch nicht weiterfahren kann, weil... Müssen wir mal noch weitergehen, weil hier in der Station... Ah, hier scheint der Punkt zu sein. Also hier, der da vorne fährt nicht hier in die Station ein, weil hier irgendwas am Signal oder irgendwas hier nicht stimmt. Weil das Signal müsste grün anzeigen. Und warum stimmt das? Also an der Weiche liegt es nicht. Ja, das ist der Punkt da vorne, weil da an diesem Bahnhof hier irgendwas Station... Entschuldigt bitte mal, dass ich hier so ein bisschen blöd zoome. Die Station Rathaus, da stimmt was mit der Einfahrt nicht. In den, das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Das heißt, hier wird es wohl heute aber gar nicht weitergehen. Ich wollte wirklich heute, hatte ich mir vorgenommen, hier bis nach Wandsbek durchzufahren. Wie sieht es denn hier weiter vorne aus? Aber hier in der Gegenlinie, der müsste gleich abfahren. Ja, der müsste gleich abfahren. Das heißt, Leute, es wird heute nicht weitergehen. Immerhin stranden wir aber an einer der schönsten, wenn nicht sogar der schönsten Stelle hier in Hamburg, an der Hamburger U3. Das muss man immerhin sagen. Wir können uns das Ganze nochmal anschauen. Also ein Blick auf die, was ist das hier? Das müsste hier Speicherstadt sein, oder? Ich weiß es. Ich kenne mich in Hamburg leider nicht so super gut aus. Ist auf jeden Fall Hafen, Landungsbrücken. Und wir können uns hier schön umschauen. Also immerhin endet unsere heutige Fahrt leider sehr früh. Aber eben auch dafür an einer der schönsten Stellen hier in Hamburg. Das muss man schon dazu sagen. Ja, es wird nicht weitergehen, weil die KI hier anscheinend leider noch nicht richtig funktioniert. Aber ich gehe mal davon aus, dass das definitiv, das wird immer noch gefixt werden. Das ist ja auch der erste Eisenbahnsimulator von dem Entwickler. Und die sind hier fleißig und schnell mit Updates hinterher. Und das wird sicherlich auch noch behoben werden, dass man hier eben auch mit vielen KI-Zügen unterwegs sein kann. Wie gesagt, scheint ein Signalisierungsproblem hier oder ein Problem mit KI und Signalen zu sein. Oder mit Fahrwegen. Also ich denke mal, da wird noch was nachkommen. Aber trotzdem, auch wenn es nur ein paar Meter waren, hat es trotzdem Spaß gemacht. Also man sieht, wenn du viele KI-Züge einstellst, sind auch sehr viele Züge unterwegs. Du hast rote Signale, du hast hier relativ viel. Ja, ich danke euch sonst bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix der Weise.